Borussia Dortmund hat ihre Spieler für die Champions League nominiert. Kommenden Dienstag soll gegen Kopenhagen der erste Sieg und somit die ersten drei Punkte eingefahren werden. Dazu sind nun alle Spieler nominiert, mit denen dies gelingen soll. Vorerst umfasst der Kader 25 Spieler, wobei noch Spieler dazukommen können. Der Grund dafür ist, dass Spieler wie beispielsweise Bellingham oder Moukoko auf der A-Liste fehlen. Sie sind auf der B-Liste zu finden. Denn in der B-Liste sind die Spieler, die nach dem 1. Januar 2001 geboren sind. Weitere Voraussetzung ist, dass diese seit dem 15. Lebensjahr zwei aufeinanderfolgende Jahre für den Verein spielten. Diese Voraussetzungen erfüllen Youssoufa Moukoko und Jude Bellingham. Weitere Spieler sind ebenso nicht nominiert. Dazu zählen Spieler wie Haller, Dahoud, Morey und Schulz. Diese Stars, Nico Schulz ausgenommen, können somit erst in der K.O.-Runde nominiert werden. Der BVB hat diese bewusst nicht angemeldet, denn Haller, Dahoud und Morey sind langzeitverletzt und werden dem BVB somit monatelang fehlen. Und nun der Champions League-Kader im Detail. Im Tor ist natürlich die hervorragende Nummer 1 Gregor Kobel mit dabei, Meier als Ersatztorhüter und Luca Unbehauen ist ebenso nominiert. In der Verteidigung nominiert sind Schlotterbeck, Guerrero, Hummels, Can, Meunier, Süle, Rothe, Koulibaly und Papadopoulos. Das Mittelfeld umfasst Salih Özcan, Reyna, Hazard, den Kapitän Marco Reus, Wolf, Brandt, Paslak, Kamara, Gürpis und Bino Gittens. Im Sturm sind es nur drei Spieler mit Anthony Modest, Daniel Malen und Karim Adeyemi, die bis zum Dienstag hoffentlich wieder fit sein werden. Und somit ist wieder eure Meinung gefragt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr den Kader und freut ihr euch auf das erste Champions League Spiel? Folgt mir gerne auf Insta, da mache ich immer Insta-Stories zu den Spielen. Da könnt ihr live dabei sein, wenn ihr das Spiel zum Beispiel unterwegs nicht gucken könnt oder so. Dann schaut in meiner Insta-Story vorbei, da seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand, 90 Minuten lang, haltet euch da auf dem Laufenden und dann würde ich sagen, bin ich raus und ciao, ciao.